gentlemen, it's time for SmackDown. We are coming to you live, eager to hear that opening bell. Make sure you don't go anywhere, because the legendary WWE action is coming up next. Jawohl, wir haben ein richtig geiles Match, wie gesagt, mit Enzo Amore und Big Cass. Ich bin sehr auf den Entrance von den beiden gespannt. Ich habe den tatsächlich noch nicht einmal gesehen bis jetzt. Ich hoffe, der ist so cool wie der echte. Get ready for our six-man tag team matchup. It's live and it's coming your way. Next, we have Team Big Cass against Team Connor. No one's gonna waste any time in this one. Tor. Wird hoffentlich ein geiles Match. Ich freue mich drauf. Kann man eigentlich mehrere Titel halten? Ich meine, wäre ja eigentlich geil, wenn wir jetzt direkt in die World Heavyweight Championship Riege gehen würden. Oder in die Tag Team Szene. Mal gucken. Aber wahrscheinlich, wenn wir in eine andere Rangliste gehen, verlieren wir unseren Titel, denke ich mal, ne? Ich weiß. So. Und jetzt aber, gib ihn. Joa, ist ganz cool geworden. Geht bestimmt besser. Auf jeden Fall. Aber ist ganz cool. Oder jetzt kommt jetzt Champion. Wahrscheinlich passt die Mucke jetzt null zum Entrance. Wir müssen dringend den Championship Entrance ändern, glaube ich. Geh einfach mal über das Top Rope, Alter. Easy going. Ja, wir müssen den Championship Entrance ändern. Habe ich gar nicht dran gedacht, ehrlich gesagt. Okay. Der kommt jetzt. Oh oh. Exactly what TMC is. Well, TMC
stands for Total Maximum Carnage. And not only does Connor subscribe to that philosophy, he executes it to perfection. Six-man tag team action coming up. Oh, this is going to be great. Weil ich sagen muss, dass der hintere, ich glaube, das ist Connor, der sieht echt aus wie Kratos, ne? Also ein bisschen so Kratos-Cosplay ist das schon. Oh, jetzt kommt unser Lieblings-Superstar hier. Mr. Lauch. Pass auf. Ich schwöre, da steht Lauch. Guck, siehst du, da steht's. Lauch. Warte mal, jetzt kommt es nochmal, glaube ich. Ja, guck. Okay, Shameless Entrance kennen wir ja. Den lasse ich jetzt nicht laufen, aber... Ne? Cool, dass wir mit den beiden mal kämpfen. Finde ich nice. Und dann auch mal gegen Connor und... Victor. Ist mal ganz nett. Oh, wir fangen noch nicht an. Okay, wir gucken zu. This is going to be an incredible six-man tag match. Well, three on three, but only one goal. And that goal is victory. Two teams, six competitors, and one big bunch of excitement. Three versus three. Here we go. Well, anytime Connor's in the ring, you know you're going to get a serious shot. Big Cass regelt das erstmal. As the action continues, let's discuss Big Cass briefly. He needs to be prepared for the fact that there will be action all around him. But is that something you can really prepare for? When you're not used to relying on two others, these type of matches can be tough to adjust to. I'll be interested to see how this one plays out. Now this is a moment. Right now we have six of arguably the greatest WWE competitors in that ring. Sag mal. Aber guck doch mal, was der macht. Ladies and gentlemen, das ist voll assi. Colin Cassidy live and in person. He's like a tree with legs. He's got to be nearly 7 feet tall. Yeah, and you can't teach that, Cole. At least that's what Enzo Amore likes to say. Well, I've never seen him do that before. Uppercut von Victor, aber Big Cass kann mit einem Backbreaker kontern. Oh, und holt uns rein. Schön. Schön Quick Suplex, wobei so quick war der gar nicht. Ah, jetzt kriegt Victor erstmal auf der Schnauze hier. Batz. Und Batz. Und Batz. Oh. Oh. Wollte ihn schön. Knee to the face, aber es hat nicht so richtig geklappt. Oh, er kommt. Oh, Sheamus. Aha. Scheiße. Victor ist ein Drecksack, ne? Ich dachte, der. Oh, Backbody Drop von Sheamus. Ich dachte, Victor attackiert uns. Bam. Boom. Schöner Tritt gegen den Rücken und dann nochmal ein paar Kicks gegen Sheamus. Komm. Schmutz. Oh, schade. Ich wollte ihn aus dem Ring raushauen. Yeah. Oh, oh. Whip in. Hey. Hä, was war das denn? Na egal. Back Suplex. Gegen Sheamus. Wunderschön, das ist ein Taunt. Ja, wir haben gleich ein Signature. Finde ich ja sehr nice. Nochmal an die Ringecke. Und schön Double Team Move. Wow. Schön. Warte, warte. Hey, ich wollte ihm noch einen Kick mitgeben. Naja, dann nicht. Ich gehe ja schon raus. Warte. Ja, ja, ist ja schon gut. Bleib locker. Haben die getauscht? Da muss Sheamus aber jetzt auch raus. Oh, jetzt kommt mal Enzo rein. Finde ich gut. Whip in von Enzo. Dann
dreht dann wieder um und es gibt einen Atomic Drop. Nein, das gibt einen Konter von Victor, aber direkt Enzo Amore wieder dran. Kleine Schlagserie, dann macht er aber nichts mehr. Und Kick in die Mango, DDT Quick von Victor und zurück im Ring jetzt Corner. Na komm. Seht ihr das? Komm, Enzo. Hol mich rein, Johnny. Ein schöner Konter von Enzo. Schön. Na komm, Enzo. Schön, Whip in die Ringecke. Nein. Oh. Finde ich nice. Das war, Alter, das war cool. Ja, sehr gut. Ja, ja gut, wechselt Sheamus ein. Finde ich gut. Ja? Kriegst gleich noch einen mit. Was? Schön. Na komm. Bam! Superkick gegen Sheamus. Sauber. Okay, Whip in die Ringecke gegen Sheamus. Konter von Sheamus. Okay. Konter von uns. Was? Mehrere Elbows gegen den Kopf. Bam. Okay, komm. Wir probieren's. Ja. Oh, darf ich rein? Boots! Come on! One! Two! Nein, er ist durchgekommen. Scheiße. Aber jetzt geht's los hier. Jetzt geht's los. Pures Chaos. Komm, Enzo. Wir machen zusammen. Oder auch nicht. Schön. Schöner Move. Cover? Oh, er kommt raus. Fuck. Ey! Hallo! Alter. Sag mal. Look out! We might be looking at a broken nose here. Nein! Oh. Hallo? Wie oft willst du denn eigentlich noch 1-2-3? Also 1-2. So, Whip in die Ringecke. Double Team. Nein, Konter von Sheamus. Konter von uns. Nochmal ein Konter. Komm, jetzt nochmal. Double Team. Mit Enzo. Whip in. Ah, double shoulder block. There's the cover. Can he do it? Think he's got him. Nein! Oh. Just got taken out. Got a lot of spring left in his step. Sollten wir vielleicht. He's looking. Wenn der Ref schon mal liegt. Oh, man. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Wieso? Wieso? Nein! Wieso geht der denn auf den Schiri los? Was ist denn hier los? Scheiße. Oh, ich wollte das nicht. Oh nein! Oh, warum mache ich das überhaupt? Was ist denn in meinem Kopf gerade vorgegangen? Wieso hole ich den Stuhl? Und warum... Sorry, das war eine absolut dumme Aktion. Ich weiß auch nicht, was da gerade in meinem Kopf vorging. Ich dachte, ich gebe Sheamus mal einen Stuhlschlag mit. Aber ich, keine Ahnung. Wie gesagt, das ist einfach eine dumme Aktion gewesen. Durchweg. Warum auch gar nicht. Gott. Keine Ahnung. Scheiße. Naja, ich würde sagen, gucken gerade mal, gegen wen wir bei Mailer mit jetzt kämpfen. Bestimmt gegen den Schiedsrichter. Der will Rache.
Ne, warte mal, gegen wen kämpfen wir? Na? Gegen Sheamus. Das dachte ich mir schon. Das wird auch wahrscheinlich der nächste Superstar sein, gegen den wir kämpfen werden. Wobei, Sheamus ist ja gar nicht mit in der Liste. Achter. Okay. Ja, pass mal auf, weißt du, was wir jetzt machen? Wir werden jetzt unseren Einzug ändern. Und zwar unseren Championship-Einzug. Weil das geht ja so nicht. Ja, das war ja jetzt eher so der bescheuerte Entrance, vor allem, dass wir halt übers Tarprope gehen, was total bescheuert ist. Das kann es eigentlich nicht bringen. Ah, das ärgert mich gerade immer noch mit dem scheiß Stuhl, ne? Das ist, warum mache ich das? Wir waren so gut dabei, wir hätten das Match wahrscheinlich sogar gewonnen. Aber das war unfassbar. Ja, ja. Okay. So, pass auf, Titelbewegung. Big Cass sind wir. Achso, ja, deshalb. Man wundert mich nicht, dass das so bescheuert aussah. Was ist denn allgemeiner Champion? Was passiert da denn? Mit Pinkfarben? Willst du mich verarschen? Hä? Ganz bestimmt, Alter. Ganz bestimmt. Was haben wir denn hier noch? Silberrücken. Silverback? Silberrücken, das ist Ryback, oder? Ja, das ist Ryback. Sicherheitsdienst? Müsste Big Boss Man sein, glaube ich. Wenn ich das richtig sehe. Shake, Rattle and Roll? Was ist das? Okay. Nein, ich glaube nicht. The Rock Champion. Respektiere die Nation, respect the nation. Randy Orton Champion könnte vielleicht was sein. Wirkt ein bisschen lahm, wenn er da runterläuft, ne? So kacke, dass man keine eigenen Entrance-Songs einfügen kann, ne? Ich würde nämlich so gerne den Song, den Originalsong davon, der heißt nämlich Fight, und ich hätte den so gerne mit Gesang drin, ne? Weil das einfach so ein bisschen lame wirkt, wenn da einfach nichts kommt, weißt du? Ich glaube, der Entrance ist ganz nice. Doch, ich glaube, der ist ganz cool. Party Express, Patriots Champion. Nee, hallo. Nexus Original, was ist das denn nochmal? Oh, Nexus war auch so eine coole Gruppierung, ne? Was? Nein. Nee. Kevin Owens Champion, was hatten wir da denn noch im Angebot?
Ich überlege gerade. Was ich ein bisschen scheiße finde, es gibt nicht die Möglichkeit zu sagen, ich möchte einfach gar keinen Champion Entrance. Und würde einfach gerne so reinkommen, wie ich halt reinkomme, weißt du? Das ist ein bisschen schade. Was wäre das für eine Version gewesen? Ja, die war auch geil, aber das war die mit dem langen Anfang. Das ist scheiße. Quiet on the set. Can we please have quiet on the set? Ja, nee, Randy Orton Team will ich auch nicht. Wie wäre es mit der hier? Habe ich die Musik hören, ne? Zieht sich bei mir alles zusammen. Boah. Da, da, da. Nee. Das wäre an sich auch nicht schlecht, oder passt halt nicht. Ich überlege gerade die vielleicht. Nee, die passt nicht. Wir behalten schon die hier jetzt, komm. So, machen wir's. Also fertigstellen, yo. Ist aber ein bisschen doof, dass man da nicht so die Möglichkeiten irgendwie hat. Wie gesagt, ich hätte gerne einfach unseren Standard-Entrance, nur halt, dass er den Titel um die Hüften hat. Es ist blöd, dass das nicht geht. Finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Naja gut, was willst du machen? Machst du nichts, ich mach ein Session-Päuschen. Und wir hören uns, sehen uns entweder gleich oder halt in der nächsten Folge wieder, je nachdem, wie ich das Ganze hier schnibbeln werde. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me.